echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Mhm. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Ende von Cyberpunk 2077. Ich habe bereits zwei Enden gespielt und die hier auf diesem Kanal gepostet. Wenn ihr euch die anschauen mögt, dann schaut mal bitte in die Videobeschreibung, dort befinden sich die Links. Diesmal geht es um das Ende, was wir erreichen, wenn wir uns an Panam wenden und die uns dann mit den Aldecaldos behilflich ist. Wie bei den vorangegangenen Enden werde ich das erstmal so komplett kommentarlos spielen. Ich schneide hier und da Kampfszenen raus, damit das Ganze mehr im Fluss bleibt und man besser der Geschichte folgen kann. Ich quatsche ganz bewusst in diese Videos nicht rein, denn ich glaube, es ist wichtig, sich das Ganze mal anzuschauen und zwar ohne, dass man beteiligt ist und ohne, dass man irgendwie eine Wertung bekommt, denn dann versteht man manche Dinge, glaube ich, ein bisschen besser, als dass man selbst mitten im Fight ist und gerade vielleicht sowieso im Überlebensmodus. Fast alle Enden haben immer zwei Alternativen, also entweder den einen oder den anderen Weg. Ich zeige euch dann immer beide Wege, wie die enden und natürlich auch im Anschluss die jeweiligen Holocalls. Okay Leute, lasst uns einfach mal loslegen mit Panams Weg, der nebenbei gesagt in der Community als der beste gilt. Ich werde Panam um Hilfe bitten. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Ich versuch's mit Panam. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Und wenn du's merkst, werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein. Alles merken. Wir sehen uns in Mikoshi. Johnny? Okay, nur ich. Wie? Hey, Panam. Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ich weiß, aber ich brauche deine Hilfe. Und du schuldest mir was. Boss ist so dringend, dass es nicht bis morgen warten kann. Ich muss in den Arasaka Tower. Jetzt. Du musst was? Ich mein's ernst. Die ganze Johnny-Sache. Wenn ich nichts unternehme, bin ich erledigt. Tot. Warte mal. Erstens, warum der Arasaka Tower? Die Tech. Unter dem Turm ist ein Zugangspunkt zu... So komisch das klingt. Einem Seelenknast. Einem Seelenknast? Ich wusste, das ist nichts fürs Holo. Mikoshi, so heißt er. Nur dort können Johnny und ich getrennt werden. Ist meine letzte Chance. Nochmal zum Mitschreiben. Du bittest mich, mitten in der Nacht mit dir in den Arasaka Tower einzubrechen, weil du sonst stirbst? So in etwa, ja. Okay. Okay. Wo bist du? Vicks Klinik. Der Ripper Doc? Okay, ich weiß, wo das ist. Kannst du mit dem Sterben noch kurz warten? Ich werd's versuchen. Gut. Bleib, wo du bist. Ich hol dich ab. Bist du das, Vi? Oder... Ja, ich bin's. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein. Wir warten zusammen. Wen haben wir denn hier? Das ist Mr. Brightman. Wir haben den Kleinen im Müll hinter der Klinik gefunden. Ich
Ich glaube, er vermisst Jackie. Nicht nur er. Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Weißt du, ich glaub lieber nicht. Wie du willst, ist vielleicht auch besser. Ich mache uns mal Musik an. Ich glaube, das ist für dich. Yep, das Geräusch ist unverwechselbar. Hey! Echt gut, dich zu sehen. Meine Fresse, du siehst ja schlimm aus. Fühl mich schlimmer. Dann verschwenden wir keine Zeit. Wir haben noch eine Menge vor. Komm, im Lager warten schon alle. Pass auf dich auf, Vee. Du auch, Misty. Und danke für alles. Hey, willkommen zurück unter den Lebenden. Geht's? Glaub schon. Ein Glück, verdammt. Hast uns in Schrecken eingejagt, bist umgekippt und nicht mehr aufgewacht. Sieht aus, als würde dein Zustand sich verschlimmern. Panam hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Wo ist sie? Krisensitzung mit Saul. Du brauchst Hilfe, so viel ist klar. Also überlegen die beiden, was wir für dich tun können. Komm, ich bring dich zu ihnen. Hey, Vee. Hab gehört, es kommt Krieg auf uns zu. Mir bleibt leider keine Wahl, Mitch. Uns wohl auch nicht, wie es scheint. Sehen wir da vorbei. Der ganze Clan weiß, dass wir morgen aufbrechen. Wissen Sie auch, warum? Was unser Ziel ist? Sieh dich um, Vee. Nicht mal ein Dutzend kampferprobte Veteranen. Der Rest überfällt mickrige Konvois und sammelt Schrott. Deshalb wissen Sie erstmal nur das Nötigste. Der Plan ist sicher, Sir. Unser Ziel ist es, dir zu helfen. Staub auf. Nicht jetzt. Wir schicken diesen Clan ins Grab. Fuck, denkst du, das weiß ich nicht? Und trotzdem glaubst du, du könntest daran was ändern, indem du mich zur Sau machst. Wie? Endlich. Wie geht's dir? Was geht's ist los mit dir? Also, was habt ihr zusammengestellt? Die Details müssen wir noch ausbügeln. Aber das Wer, Wo und Wie haben wir. Wirf mal einen Blick drauf. Wir haben mehrere Strategien erstellt. Aber nur eine verspricht uns eine reelle Chance, in den Arasaka Tower zu kommen. Wir graben einen Tunnel. Ihr wollt einen Tunnel in den Saka Tower graben? Ich weiß, wie das klingt, aber... diese Chance müssen wir einfach ausnutzen. Weißt du, Night Corp baut da gerade eine neue Maglev-Linie. Das wird zwar von Militech bewacht, aber mit denen werden wir fertig. Sobald wir in dem Tunnel sind, ist es nicht mal ein Kilometer bis zum Untergeschoss vom Arasaka Tower. Sie benutzen einen von Night Corps Zergs. Der braucht nur ein paar Minuten fürs Graben der Strecke. Echt schlecht, oder? Sobald wir drin sind, müssen wir improvisieren. Wachen, Security, auf dem schnellsten Weg nach Mikoshi. Wir sehen, was uns erwartet und hoffen aufs Beste. Was hältst du davon, Vee? Wie? Sag schon, was denkst du? Was erwartet uns an der Baustelle? Wird der ganze Ort bewacht? Volles Militärkommando? Ist eine ganz normale Baustelle. Nichts Krasses. Aber wir müssen trotzdem an ihn vorbei. Wir erwarten das Übliche. Drohnenpatrouillen, Arbeiter vor Ort, gesperrter Zutritt. Mhm. Was ist ein Zerg? Ein subterranes Extraktions- und Räumungskombinat. Ein automatischer Tunnelbohrer. Wenn wir an einen rankommen, graben wir uns in den Arasaka Tower und dann geht's weiter nach Mikoshi. Dieser ganze Plan. Es geht ins Feindgebiet. Ihr werdet dabei nicht nur Arasaka gegen euch aufbringen. Sieht ganz so aus. Ich bringe euch in Gefahr. Euch alle. Wenn ihr aussteigen oder den Schaden begrenzen wollt, verstehe ich das vollkommen. Du bist gekommen und hast uns um Hilfe gebeten. Und wir haben uns entschieden, sie dir zu geben. Also, unser Entschluss steht fest. Es ist entschieden.
Wir müssen loslegen. Ich rede mit unseren Brüdern und Schwestern. Organisiere eine Drohne für die Stelle. Und ich mit Mitch. Ich habe eine Idee, wie wir gegen Militech ankommen. Stoß später zu uns. Ich lass dich erstmal in Zolls Obhut. Trefft nur keine Entscheidungen ohne mich. Brauchst du sonst noch irgendwas? Eine anständige Netzverbindung. Ich kenne jemanden, der uns nach Mikoshi bringen könnte. Wer mag das sein? Alt. Sie... Es ist eine KI. Hinter der Blackwall. Ist sie noch ganz dicht in der Birne? Warum sollte uns eine KI helfen, in Mikoshi einzubrechen? Weil ich sie nett drum bitten werde. Oh, scheiße, wie... Aber was soll's? Ich meine, wir stecken eh bis über beide Ohren in der Scheiße. Das macht es auch nicht schlimmer. Such der Kurta. Sie wird dich ausrüsten, ohne Fragen zu stellen. Danke, Saul. Du kannst mir danken, wenn wir lebend in einem Stück aus Mikoshi raus sind. Hey, Dakota. Ist ziemlich lange her. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche starke Tech für eine Spritztour im Net. Dann steig rein. Willst du gar nicht wissen, was ich vorhab? Du fragst mich nicht, ich frag dich nicht. Geheimnis einer anhaltenden Freundschaft, Schwester. Alles ist bereit. Du kannst rein. Wie ich die Eiswanne liebe. Carol, willst du Dakota helfen? Wie es aussieht, helfe ich heute eher dir. Start klar? Weiß nicht, wie lange das dauert. Bleib cool. Egal, was passiert, okay? Selbst wenn es aussieht, als würdest du draufgehen. Also gut, los geht's. Folge den Viktoren, Schwester. Hallo, Alt. Du kommst allein. Johnny ist gerade beschäftigt. Gerade? Er ist tiefer begraben. Du behandelst ihn wie einen träumenden, unliebsamen Beifahrer in einer fremden Welt. Ich hatte den Eindruck, Johnny wäre dir scheißegal, dass er für dich gar nicht mehr existiert. Würde er nicht existieren, gäbe es für uns nichts zu besprechen. Nochmal zum Mitschreiben. Soll also heißen, du hilfst mir nur wegen Johnny? Und nur weil er dieses eine Mal nicht hier ist, machst du einen Rückzieher? Ich mache keinen Rückzieher. Ich habe eigene Pläne für Mikoshi. Gerade eben klangst du ziemlich verärgert. Als wäre da noch mehr dran. Euch zwei zusammenzusehen war echt informativ. Ich brauche deine Hilfe, Alt. Mir bleibt nicht viel Zeit. Du glaubst tatsächlich, Zeit ist deine größte Sorge? Du existierst oder du existierst nicht. Zwei Zustände getrennt durch den Tod. Und das von dir. Du hast den Tod überlistet. Ist es das, was du glaubst? Dein Code, dein Bewusstsein. KIs leben fernab der Grenzen von Realität. Sie leben ewig. Aber wir sind nicht unsterblich. Du wirst es schon bald begreifen. In Mikoshi. Warum schwebst du nicht aus den hohen Gefilden herab und erleuchtest mich? Sicher kein Problem für eine mächtige KI. Deine Logik ist fehlerhaft. Du suchst einfache Antworten, wo einfach keine sind. Das ist die Illusion, auf der deine Welt basiert.
In diesem Moment würdest du jede Antwort akzeptieren, solange sie dich tröstet. Das wäre wohl menschlich von mir. Solche Kategorien werden in Mikoshi nicht mehr auf dich zutreffen. Deine Wahrnehmung wird in Milliarden von Datenströmen zersplittern. Was erwartet mich dort, in Mikoshi? Eine Grenze. Vermutlich der einzige Moment deines Lebens, in dem dir das Gewicht deiner Existenz bewusst wird. Auf diese Bürde kannst du dich nicht vorbereiten. Und Johnny? Was passiert mit ihm? Mir fehlen die Informationen, um das zu beantworten. Gibt es irgendwas, das wir sicher wissen? Ja, dass es Mikoshi nicht mehr geben wird. Du lässt die dort eingesperrten Konstrukte frei? Ich werde sie in mich integrieren. Die Konstrukte werden integriert? Du meinst, du absorbierst sie? Kein Wunder, dass du so scharf drauf warst. Du willst Mikoshi zerstören und alle darin verschlingen. Mikoshi ist ein Gefängnis. Dank mir bekommen sie die Gelegenheit, Teil von etwas Größerem zu werden. Glaubt, Johnny wäre davon wenig begeistert. Und doch ist er nicht hier. Weil du diese Entscheidung treffen willst. Im Grunde dieselbe Situation. Nicht doch. Du wirst die Konstrukte wohl kaum danach fragen, was sie wollen. Das würde keinen Sinn ergeben. Genug Zeit mit Reden verschwendet. Los geht's. Ich habe ein Programm auf den Splitter deines Netrunners geschickt. Benutze es in Mikoshi. Es wird eine sichere Verbindung öffnen. Du sagst nichts. Wieso? Was ist auf dem Splitter? Ein gezielter Virus? Eine Hintertür. Sie wird mir eine Passage öffnen. So wirst du mich nach Mikoshi bringen. Nur dann kann ich dir helfen. Hoffentlich planst du keine Überraschungen, Alt. Nutze den Schlüssel, sobald du Mikoshi erreichst. Was soll ich mit dem Splitter machen? Du musst ihn in einen Zugriffspunkt einführen. Ich übernehme den Rest. Wir werden uns wiedersehen. Wenn du erfolgreich bist. Wir haben sie zurück. Carol, der Splitter! Bleib ruhig, Kind. Kaum hattest du dich verbunden, ist die Temperatur auf 40 Grad hochgesprungen. Fast so, als wäre die Tech infiziert. Nein, noch gruseliger. Was ist hier passiert? Was hier? Meine ganze Tech ist im Arsch. Deine neurale Aktivität ist extrem angestiegen. Dein Stirnlappen wäre dir fast aus den Ohren gequollen. Ich war kurz davor, dir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Sicher, dass alles okay ist? Nichts ist okay, Carol. Mein Hirn, mein Körper, alles zerfällt, wenn ich nicht bald nach Mikoshi komme. Beruhige dich, Kind. Du musst dich zusammenreißen. Du bist noch voll mit Adrenalin. Der Splitter. Hab Software, die ich brauche, darauf bekommen. Wir sind von Eis umgeben. Selbst wenn was durchgekommen wäre, hätten meine Controller... Heilige. Schaff mir das weg. Danke, Dakota. Nicht dafür, wie. Wohin geht's denn? Also gut, wie. Es ist simpel. Wir alle, die hier sind, stehen in deiner Schuld. Und zwar enorm. Ja, du vielleicht, Zoll. Aber trotzdem bist du für uns noch eine Fremde. Eine Söldnerin aus Night City. Eine ganz andere Welt als die, die wir kennen. Davon kann Panama ein Lied singen. Deshalb wird es Zeit, das zu ändern. Ist ein himmelschreiendes Unrecht. Ändern wir es. Du führst eine alte Kaldo. Diese Familie wird für dich durch die Hölle gehen, wenn du sie brauchst. Bereit, Kiddo? Eine Rede! Eine Rede! Mach her damit. Du bist jetzt einer von uns, wie? Du gehörst zu den alten Kaldos. Schön, dass Danke, du dabei bist, Vi. Und keine Sorge, wir bringen dich zu diesem Mikoshi. So läuft Willkommen es in der Familie. Aus.
ein Hoch auf das neue Mitglied der Alde Kaldos. Willkommen im total sprachlos. Den gestörtesten von allen. Danke für alles, Vi. Alde Kaldos zahlen immer ihre Schulden. Danke. Sie ist total sprachlos. Vielen Dank. Das bedeutet mir viel. Alles. Shit. Ich werde richtig sentimental. Schnell, ein Taschentuch. Sonst überflutet uns das arme Kind noch das Lager. Keine Sorge. Ist eh nur eine Formalität. Du gehörst im Grunde schon eine ganze Weile zu dieser Familie. Du hast mir den Arsch gerettet. Und laut Bobby auch den von Mitch. Von Panam ganz zu schweigen. Halt den Rand. Aber Sol hat recht. Ich meine, es ist so wie... Mein Leben war ein reiner Scherbenhaufen. Und du bist drauf rumgetrampelt. Aber manchmal braucht es das, damit man es wieder zusammensetzen kann. Okay, Leute, hergehört. Heute feiern wir, aber morgen wird ein mordsanstrengender Tag für uns. Erledigt euren Kram und dann ruht euch aus. Überfall hin oder her. Einen trinken. Das ist deine Nacht. Auf dich, also genieß den Rummel ein bisschen. Dich. Du hättest mich ruhig vorwarnen können. Und allen den Spaß verderben? Wie? Bist du okay? Ja. Geht schon. Mach dir keine Sorgen. Und? Wie sitzt die Jacke? Nicht so eng? Wie? Geht's dir gut oder was? Wie angegossen. Als hätte ich sie schon eine Weile getragen. Das stimmt ja auch irgendwie. Du hast dir diese Jacke verdient. Genauso den Respekt der Alde Kaldos. Danke, Panam. Ich hasse diesen Job. Wenn du reden willst. Ja. Ich bin da oben. Scheiße. Tag ein, Tag aus. Bist du nervös wegen morgen? Hat nichts mit Nervosität zu tun. Nicht mehr. Willst du nicht auch eins? Alles gut. Danke. Damals im Krieg, bevor wir das erste Mal entsendet wurden, wurden wir trainiert, mit Stress klarzukommen. Weißt du wie? Wie? Die haben uns Chemie-Cocktails gegeben. Präparate, Booster, Gott weiß was noch. In die Venen gespritzt, unsere Biomons sind durchgedreht, aber nur für eine Sekunde vor dem Stabilisieren. Und wie stabilisiert wir waren. Nach einem Dutzend Sitzungen macht's in deinem Kopf Klick. Die Neuralwege werden umprogrammiert. Der Teil, der Angst generiert, wird völlig zerfräst. Also hast du jetzt vor nichts mehr Angst? Wenn es doch so einfach wäre. Und morgen mache ich mir keine Sorgen. Solche Überfälle sind Alltag. Vielmehr darüber, was im Lager passiert. Ach, vergiss es. Ich rede schon wieder Unsinn. Komm schon. Ich gehöre doch zur Familie. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um den Stunk zwischen Panam und Saul. Sie denken, es reicht, wenn sie allen was vorspielen. Aber unsere Leute sind nicht blöd. Die Gerüchte breiten sich wie ein Lauffeuer aus. Dass Saul das nicht durchzieht. Dass er es nur für sich macht. Dass diese Familie einen Umschwung braucht. Was ist mit dir? Was soll sein? Was denkst du? Sollte Saul zurücktreten? Panam die Führung übergeben? Mal sehen, wie die Lage morgen ist. Wenn sich der Rauch gelegt hat. Du bist dran. Was denkst du? Mitch, wir reden nicht von ein paar abgerissenen Ruffen oder einem popeligen Konvoi. Wenn wir das überleben wollen, müssen sie sich am Riemen reißen. Versuchen sie ja. Vielleicht sind sie auf ihre eigene Art sogar langsam einer Meinung. Naja, wir wissen mittlerweile ja beide, was von ihnen erwartet wird. Was der Clan von ihnen will. Hat Saul Panam wenigstens seinen Platz am Tisch angeboten? Warum glaubst du, dass Panam so einen Platz überhaupt will? Du bist so still. Alles in Ordnung?
Erde an wie? Worüber denkst du nach? Erde an wie? Worüber denkst du nach? Ich glaube, ich verstehe. Panem geht's um den Clan, nicht um Macht. Aber lässt sich das vereinbaren? Hey, guck nicht mich an. Es ist so. Panem will dir unbedingt helfen. Aber Saul sieht das Ganze als eine Gelegenheit für was anderes. Er will Mikoshi plündern. Mhm. Wenn wir das durchziehen, haben wir Arasaka-Tech, die uns den Neuanfang im Süden ermöglicht. Du weißt, was das heißt? Erde an wie? Worüber denkst du nach? Panem wird die Chance verlieren, den Clan anzuführen. Falls sie überhaupt noch eine hat. Wenn morgen alles glatt läuft, heimst Zoll die Lorbeeren fürs Anführen ein. Keine Frage. Aber wenn irgendwas schief geht... Kriegt Panem die Schuld. Sie hat mich ins Spiel gebracht. Saul ist gerissen. Er weiß genau, was er tut. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht zu hoch gepokert hat. Okay, für heute haben wir genug getratscht. Das hier bleibt unter uns, okay? Ich fummel noch etwas im Innern dieses Babys hier. Klar. Fröhliches Fummeln, Mitch. Hierhin flüchtest du also, um einen klaren Kopf zu bekommen? Flüchten würde ich das nicht nennen. Woran denkst du gerade? An nichts. Ich meine, scheiße. Weiß ich selbst nicht. Ich bin so scheiß nervös. Ich habe gestern kein Auge zugekriegt. Heute sicher auch nicht. Was macht dir zu schaffen? Mal sehen. Morgen führe ich meinen ganzen Clan vermutlich in den Tod. Doch damit nicht genug. Saul stimmt mir auf einmal in allem zu. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Fuck! Die Leute zweifeln an uns. Das spüre ich. Aber sie glauben trotzdem, dass Panem für sie da ist, wenn alles am Arsch ist. Weil wer denn sonst? Du fühlst dich für sie verantwortlich. Welcher Mensch würde das nicht? Die Verantwortung ist nicht das Problem. Ich betrachte das nur mit einem kühlen Kopf. Saul hat lauter falsche Entscheidungen getroffen, um mehr wie ich zu sein. Aber nur ich weiß, was ich kann und worin ich scheiße bin. Ich kann keine Wunder vollbringen wie. Ich hab total Schiss, dass was schief geht. Dass alle... Niemand wird morgen sterben, Panem. Das weißt du nicht. Die Familie ist viel stärker, als du glaubst. Aber Kugeln machen keinen Unterschied zwischen Stärke und Schwäche. Wie? Ja? Hast du keine Angst zu sterben? Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Ich auch. Aber je mehr ich's verdränge, desto schlimmer wird's. Woran denkst du gerade? An die erste Nacht, die ich hier oben verbracht habe. Ich war noch unterwegs, fast zurück beim Lager, und musste irgendwie den Kopf freikriegen. Bevor Saul und du euch wieder an die Gurgel gingen? Es war stockdunkel.
Nichts. Nicht ein Stern am Himmel. Nur der Wind und ein paar Motoren waren in der Ferne zu hören. Und ich habe darauf gewartet, dass die Welt um mich zerfällt. Dass meine Gedanken zum Stillstand kommen. Sind sie das? Nein. Mir wurde klar, dass das nie passieren würde. Dass mein Kopf immer rasen würde, selbst wenn ich frierend auf einer Klippe sitze. Sollten wir langsam zurück? Nein. Bleiben wir noch ein bisschen. Das tut mir gut. Mehr als ich gedacht hätte. Dann mal los, bevor unsere Ärsche festfrieren. Saul ist zurück. Gehen wir. Vielleicht hat er neue Infos. Von diesem Anblick kann ich nie genug kriegen. Wir sollten sie nicht warten lassen. Tanks sind voll, Leitung gecheckt, Ausrüstung ist bereit. Wir sind soweit. Und alles andere? Wenn das schief geht, müssen wir das Lager... Sieht aus, als wären alle bereit. Mehr oder weniger. Ist kein normaler Überfall. Für viele das erste Mal. Mitch hat sie sicher aufgescheucht. Sammeln. Wir wissen nicht, was Militech uns auf den Pelz jagt. Das werden wir bald erfahren. Zu bald. Spürst du das? Die Anspannung? Das heißt, sie haben begriffen, was vor uns liegt. Ich war gerade als Kundschafter unterwegs. Das solltest du sehen. Danke. Der Plan ist folgender. Wir haben zwei Ziele. Erstens, in den Arasaka Tower kommen und wir helfen, Mikoshi zu erreichen. Zweitens, wir werden die Verwirrung ausnutzen, um so viel Ausrüstung wie möglich einzusacken. Die Schätze werden unsere Geldsorgen lösen. Um nach Mikoshi zu kommen, müssen wir uns ins Untergeschoss vom Arasaka Tower graben. Deshalb nutzen wir die Maglev-Baustelle und schnappen uns einen Zorg von Nightcorp. Und zu guter Letzt, unsere Aufklärungsdrohne hat uns ein paar Schwachstellen aufgezeigt. Dieses Tal führt zu der Baustelle. Ich denke nicht, dass sie damit Ärger rechnen. Trotzdem müssen wir schnell vorgehen. Zeit ist der Schlüssel. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Wachen Verstärkung rufen. Und wenn wir zu langsam sind? Dann übernimmt Bob mit seinem Störsender. Wir müssen nur nah genug an ihre Com-Antenne, um die Übertragung zu starten. Machen wir uns nichts vor. Das hält sie nicht ewig auf. Ewig nicht, aber hoffentlich lange genug. Sind dort Drohnen? Frühwarnsysteme? Irgendwas? Naja, es ist nicht Fort Knox, aber Nightcorp hat Militech angeheuert. Und da weiß man nie. Die werden definitiv Patrouillen haben. Unsere Drohnen werden jedenfalls mit ihren fertig. Teddy hält Ausschau, um Alarm zu schlagen. Die Baustelle ist eingemauert. Wird unser Raketenwerfer mit dem Tor fertig? Worauf du einen lassen kannst. Klingt soweit gut. Was noch? Sobald ihr drin seid, müsst ihr den Zerg erreichen und ihn unter Kontrolle bringen. Das übernehmen Mitch und Kara. Wenn ihr den Bohrer zum Laufen bringt, ist der Weg in die Keller vom Arasaka Tower weit geöffnet. Von da aus werden wir, Panam und ich zum Labor und einen Weg nach Mikoshi finden. Und während wir bohren? Sollten wir mit ungebetenen Gästen rechnen? Wenn alles nach Plan läuft, sollte niemand wissen, wo wir sind oder was wir vorhaben. Sieh dich ruhig noch mehr um, wenn du willst. Wir haben noch etwas Zeit. Ich habe genug gesehen. Okay, das reicht. Wie? Bist du bereit? Wie werden wir zurückkommen? Genauso wie wir reingekommen sind.
Und auch genauso schnell. Unsere Leute halten die Stellung, während wir drin sind. Also, Lee. Bereit? Bereiter geht's nicht. Sind alle startklar? Schmeißt die Motoren an, Leute. Könnt ihr mich alle laut und deutlich hören? Ich habe einen Gruppenkanal geöffnet. Knife aus den Badlands. Hier ist Ihr Moderator. Paddy. Ja, schon gut. Hast du die Drohne gestartet? Das Vögelchen sort vor sich hin. Sie betreten jetzt Eigentum, das von Militech Site Secure beschützt wird. Drehen Sie um. Ich wiederhole, sofort umdrehen. Einsatz, Bobby. Kümmere dich um den Störsender. Kein Ding. Schon dabei. Viel Glück. Sind wir alle einsatzbereit? Ich check das. Nitro-Injektor bereit. Der Werfer auch. Wir können durchstarten. Dann kann der Spaß losgehen. Scheiße, das war der Hauptstrom. Alle Systeme offline. Können wir das beheben? Sofort, verdammt! Shit! Irgendwas ist kaputt. Die Elektronik reagiert nicht. Ich kümmere mich drum. Aber du musst irgendwie diese Drohnen ausschalten, wie? Ich übernehme die Drohnen, du den Panzer. Nein, nein, nein! Feuer in der Fahrerkabine! Überspannung! Okay, kannst du es löschen? Wenn nicht, steig aus. Scheiße, Leute, was ist los bei euch? Ich bin beim Transmitter. Wo steckt ihr? Wir sind in die Lage! Fahrer, wie sieht's aus? Wie lange noch? Eine Minute! Feuer ist unter Kontrolle! Schalte um auf Notstrom! Ein paar Systeme werden analog laufen, aber er bewegt sich. So, die wissen, dass wir kommen. Die Drohnen kommen direkt auf uns zu. Wir brauchen mehr Zeit, Bobby. Kannst du sie abwehren? Habe ich denn eine Wahl? Passt auf euch auf. Bobby kümmert sich drum. Alle Systeme wieder online. Gib Gas! Okay, Bobby, der Panzer ist unterwegs. Halt durch, wir kommen zu dir. Na endlich. Hab euch schon fast vermisst. Hier ist noch ein so ein Scheißteil übrig. Und das schieße ich... Bobby! Oh, Scheiße. Bobby? Bobby, hörst du uns? Wir müssen zu ihm, Mensch. Aber wir können nicht anhalten. Nicht jetzt. Shit. Der Panzer wie? Er ist fast am Ende. Die Systeme könnten jeden Moment wegbrechen. Ich tu alles, damit wir das in einem Stück schaffen. Danach kann ich improvisieren. Macht euch auf was gefasst! Wir kriegen das hin, Panna. Durch! Wir müssen die Kaserne aus dem Weg räumen und bis über die Brücke. Keine Fehler mehr. Nicht einer. Uns sind schon zu viele passiert. Wir schaffen das. Militech-Panzer! Wir müssen sie abfangen, ehe sie die anderen erreichen. Den sind wir los! Scheiße, wie? Vielleicht packen wir das wirklich! Hört mal, wir sind gerade auf Nightcore-Preis gestoßen. Carol arbeitet sich durch, aber das dauert. Die Konzernbastarde! Noch mehr Gesellschaft! Wir machen das! Wir sind fest und es gesichert. Wir müssen rausfinden, wo die Ladung anbringen. Wir brauchen mehr Zeit! Wir drehen hier auch nicht, Däumchen! Halten euch so lange es geht den Rücken frei! Haltet! Wie? Wow, das nenne ich mal einen Knall. Mensch, alles in Ordnung? Ja, ziemlich krass. Aber scheint alles okay zu sein. Wow, das nenne ich mal einen Knall. Wow, wir haben es geschafft. Nur noch ein paar ausgebrannte Wracks. Saul, Mitch, wir kommen zurück. Gute Arbeit, aber wir haben ein kleines Problem. Was ist los? Das verranzte System hat uns ausgesperrt. Nach dieser Vorstellung wärt ihr so weit, dass ihr bei den Panzerjungs mitmachen könntet. Echt beeindruckend, ich danke. Jetzt, wenn ich da ein Tor noch aufgesprengt werden muss. Wir müssen uns aufteilen. Saul hat recht. Carol, du und Cassidy gebt uns hier Deckung. Roger. Mitch, du
kommst mit uns. Ma'am, jawohl, Ma'am. Keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay, ich stelle ihn auf Autopilot und trenne die Verbindung. Okay. Alles in Ordnung? Du bist so ruhig. Bob und Teddy sind tot. Und es ist meine Schuld. Teddy und Bob. Sie kannten die Risiken wie. Das tun alle. Ich auch. Und wenn du gewusst hättest, wie es abläuft? Dann würde ich es wieder tun. Für jeden im Clan. Saul meinte, du hast extra Hilfe für Mikoshi. Jemand von außerhalb. Mhm. Alt. Und wer ist das? Wenn Night City eine Netrunner-Königin hat, dann ist sie es. Oder sie war es. Wieso war? Macht sie jetzt was anderes? Sozusagen. Lebt auch woanders. Aber sie wird uns helfen. Aha. Und du vertraust ihr? Nein. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Muss einfach darauf hoffen, dass Alt mir nicht in den Rücken fällt. Wieso? Stimmt was nicht? Ich vertraue dir. Das muss reichen. Und deshalb vertraue ich darauf, dass dieser Alt nichts im Schilde führt. Die Sache muss einfach klappen. Nach allem, was wir riskiert haben. Das wär's wohl. Wie weit noch bis zum Arasaka Tower? Nicht weit. Von hier aus wird's eine Spritztour. Das erledigt sich nicht von selbst. Das sollte dich nicht mehr überraschen, Saul. Dinge laufen selten wie geplant. Keine Ahnung, was uns drinnen erwartet. Was ist das Problem? Carol und der Rest. Militech hat Verstärkung geschickt. Sie sitzen fest. Die halten nicht mehr lange durch. Mein Gott. Ich nehme den Panzer. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Bist du bescheuert? Das kannst du vergessen. Du kannst den Panzer nicht bedienen, ohne dass dir dein scheiß Gehirn abbrutzelt. Hast du eine bessere Idee? Das ist unsere Familie, Panam. Die lassen wir nicht im Stich. Saul, lässt du ihn gehen? Wie? Jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Mitch hat recht. Wir drei haben immer noch eine reelle Chance. Aber ohne ihn haben sie keine. Bist du dir sicher? Saul, das ist Selbstmord, verdammt! Passt auf euch auf. Die bringen dich um! Wir sehen uns später. Carol, ich bin unterwegs. Haltet durch! Saul! Hiernach gibst du mir ein Bier aus! Sie werden... Das alles darf nicht umsonst gewesen sein. Ihr beide seht nach, was mit dem Circus. Sobald ihr mobil seid, folge ich und sichere nach hinten. Wie? Gehen wir. Mitch! Bin da! Sicher und unversehrt! Sei vorsichtig! Bitte! Ich komm klar, Pan. Du auch, ja? Komm in einem Stück zurück aus Mikoshi. Okay, los geht's. Over and out. Bitte keine Scheiße mehr. Bitte. Verlink dich und starte ihn. Der Motor ist überhitzt. Ist abgesoffen, als er auf... Na gut. Der Augenblick der Wahrheit. Wir haben ihn im manuellen Modus. Gut. Gib mir mehr Power. Er bohrt. Panam? Panam, alles okay?
Hanam, rede mit mir. Nein, 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 nein. Oh, Hanam! Bin da. Ach, nur ein paar Kratzer. Hab Schlimmeres überlebt. Hanam, für eine Sekunde dachte ich, du wärst... Schon okay, wie. Alles gut. Saul? Der Tunnel ist fürs Erste sicher. Irgendwas von Mitch? Immer noch nichts. Scheiße. Wusste ich's doch. Vielleicht nur ein Problem mit dem Funk. Na komm, bringen wir es zu Ende. Wir sind in einer Art Wartungsschacht. Sieht aus, als ob er nach oben führt. Da, vor uns. Siehst du sie? Ich kann nicht. Nachdenkt? Schon unglaublich, dass wir genau da sind, wo die Arasaka-Bombe hochging. Müsste hier dann nicht alles verstrahlt sein? Wer weiß. Na toll. Nicht mehr lang. Ich spüre es. Wir müssen uns beeilen. Eine Ahnung, wo wir sind? Sehen wir uns um und finden's raus. Ich sehe da was. Wir müssen uns erst um die Wachen kümmern. Wie? Übernimm die Wachen. Leise, wenn's Kein geht. Bisschen. Meinst du, es ist was Ernstes? Klingt jedenfalls danach. Wir sind garantiert bis abends hier. Läuft das ja immer so ab? Nee, fast nie. Das ist ja das Beunruhigende. Wir werden... Geile Aktion, Vi. Gut gemacht. Ich brauch bessere Sicht. Okay, ich bin da. Halt. Der Splitter ist drin. Ja. Wie lange brauchst du, um... Ich bin fertig. Heilige Scheiße. Es hat geklappt. Also können wir weiter? Nach Mikoshi? Dein Pfad ist geöffnet. Lebt ihr beide noch? Ja, noch. Alles klar? Ich bin bereit. Ich auch. Weiter geht's. Die Wache wollte die drei evakuieren. Zivilisten. Die hätte man nicht töten müssen. Alle kalt gemacht. Haben sicher nicht mal gemerkt, dass Alt ihr Eis zerschlagen hat. Ihr kennt wohl keine Gnade. Schwer, Gnade zu zeigen, wenn man nicht mehr weiß, was das ist.
war's. Wir haben's geschafft. Nur noch ein paar Schritte zwischen dir und Mikoshi. Du kriegst also endlich deine Chance. Wir sind an deiner Seite, Vi. Bis zum bitteren Ende. Alle Kaldos stehen zu ihrem Wort. Viel weiter kann's nicht sein, oder? Jetzt nur noch der Raum hinter der Sperre. Dann kommt der Kern. Abwehr wurde durchbrochen. Der Weg zum Kern ist frei, aber uns bleibt nicht viel Zeit. Adam Smasher. Ich erinnere mich. Hast mal geschworen, Silverhand zu töten. Hast heute einen von den Guten umgebracht. Er wusste, worauf er sich einlässt. Nein, Saul wollte hier nicht sein. Er ist mir hierher gefolgt, hat sich geopfert. Für eine Freundin, für die Familie. Aber davon verstehst du nichts. Wach aus. Ich schaff das. Der Zugangspunkt liegt vor dir. Verlinke dich damit. Finde mich auf der anderen Seite. Alles, was ich sicher weiß, ist, dass Altchaos in meinem Kopf stiften wird. Keine Ahnung, wer von dieser Cybertour zurückkommt. Also danke ich dir jetzt. Wie? Hör auf und tu einfach, was du tun musst. Irgendwelche Ratschläge? Sei einfach du selbst. Komm, ich stütze dich. Ich schaff das. Ich
Chica. Jackie. Wir werden bis zum Hals in Aufträgen stecken. Chica, das spüre ich. Wo sind wir? Ist das ein Traum? Es wird alles gut, Vi. Wirst sehen. War das Arasaka? Mit Soulkiller? Wie ist das überhaupt möglich? Du warst tot. Misty wusste es. Misty wusste alles. Jackie. Amigo. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Chica. Bis dann, alter Freund. Afterlife. Dort sehen wir uns. Gehen wir also, du und ich. Wenn der Abend ausgestreckt am Himmel liegt, wie ein Patient narkotisiert auf einem Tisch, gehen wir durch gewisse, halb verlassene Straßen, die raunenden Schlupfwinkel, ruheloser Nächte in billigen Hotels für eine Nacht und mit Sägemehl ausgestreuten Schenken und Austernschalen, Straßen, die dich wie öde Debatten voll tückischer Absicht verfolgen, bis du dir die überwältigende Frage stellst. Ach, frage nicht, wie lautet sie? Gehen wir einfach und sehen selbst. Hat geklappt. Ich kann weiterleben. Muss zugeben, das war ein echt guter Plan. Du warst ein Fluch und Albtraum zugleich, Johnny. Aber eins schulde ich dir. Als ich Tag für Tag mehr zu Silverhand wurde, habe ich gelernt, meine Grenzen zu überwinden. Mich hält nichts mehr auf, das fühle ich. Ach ja? Du meinst, du hast eine Entscheidung für uns getroffen? Ich will zuerst mit Al sprechen. Wo steckt sie denn? Du hast es noch nicht kapiert, oder? Was meinst du? Al hat uns schon getrennt. Als du dich mit Mikoshi verlinkt hast, hat sie dich Soulkiller vorgeworfen. Dein Output macht keine halben Sachen. Ich bin nicht seine Freundin. Schade. Johnny hätte eine wie dich gebrauchen können. Starke Worte von einem anderen Konstrukt im selben Arasaka-Gefängnis. Was meinst du? Dass ich ein Engramm bin? Aha. So wie ich. Sonst noch ein Witz auf Lager? Das war's also. Wir sind fertig. Du hast Wort gehalten. Es gibt einen Aspekt, den ich nicht bedacht habe. Alt? Was? Der Körper als Schlüsselfaktor dieser Transaktion. Die DNA-Rekonfiguration durch den Relic ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Scheiße, spul vor bis ans Ende. Nachdem ich dein Konstrukt in deinen Körper transferiert habe, wirst du sterben. Es ist unvermeidbar. Ihr habt das die ganze Zeit so geplant, oder? Ihr wolltet mich nie am Leben halten. Soll das ein Scheißwitz sein? Du hinterfotziger Wichser. Du hast dich schön rumkutschieren lassen und musstest nur abwarten, bis ich endlich schnalle, dass du mich von Anfang an gefickt hast. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Halt! Frage!
wird der Körper Johnnys Konstrukt ablehnen. Nein, sie sind kompatibel. Der Körper gehört ihm. Das reicht, Alt. Gib Vi und mir eine Minute. Ich glaub das nicht. Alles, was wir getan haben, war umsonst. Ich hab genug davon. Von allem. Besonders von dir. Perfekt, denn wir bleiben beim Plan. Ich geh mit Alt, wohin auch immer, und du behältst deinen Körper. Wo geht sie überhaupt hin mit dir? Hinter die Black Wall, damit ich ein Teil von ihr werde. Was immer das bedeutet. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Wie gesagt, Johnny kann im Körper bleiben und du kannst mit mir kommen. Ich meinte eher, es sollte ein gutes Ende sein. Für uns beide. Ihr? Für solche wie uns? Falsche Stadt. Falsches Publikum. Und dennoch hast du dir willensstark das Recht erarbeitet, wählen zu können. Die Brücke führt tiefer in den Cyberspace. Überquerst du sie, trennst du die Verbindung zu deinem Körper. Der Pfad zu deinem Körper führt durch diesen Schacht. Was ich dir in Pistis Sophia gesagt habe, mache ich jetzt wahr. Ich gehe. Du bleibst. Ziehst dich mal wieder aus der Affäre, ha? Huh? Was, ein paar Schuldgefühle und das war's? Du gibst auf und krepierst einfach? Hör einfach auf. Du machst artig Männchen, anstatt dafür zu kämpfen, was dir gehört? Schaltest dich selbst ab, weil du Schiss hast, mich zu töten? Es ist meine Entscheidung, also lass sie mir. Meine Fresse, bist du loyal, aber auch etwas beschränkt. Hast dich kein bisschen verändert. Ich bin müde, Johnny. Ich will neu beginnen. Selbst wenn ich nicht weiß, was das heißt. Für dich wär's auch gut. Aber ich hab Angst, Vi, um dich. Wir sehen uns, Johnny.
muss sagen, ich sehe besser aus als vorher. Scheiße, ich muss auch noch packen. Und aufhören, mit dir zu reden, wie. Noch ein bisschen Zeit. Könnte dir noch einen Besuch abstatten. Nicht viel, aber das ist okay. Ich brauche ein Auto. Steve. Ich sollte Steve fragen. Richard Knight. Ich hab diese Scheißstadt gebaut. Mach auf! Hey! Hey, Junge. Was geht, Chumba? Du, ich hab mir das neue Album vom Kirsty's Metal Hands geholt. Die ersten 4 Songs, oberaffengeil. Sag mal, wer hat dir denn das Ding da verpasst? Dein Alter? Ja... Hab vergessen, ihn aufzuwecken und er kam zu spät zur Arbeit. Hatte es wohl verdient. Nimm dir nachher meinen Wecker. Tür ist offen. Brauchst du ihn denn nicht? Mir geht das Ding nur auf den Zeiger. Hast du die Akkorde geübt? Klangfolgen? Ja... Aber irgendwie versau ich's immer. Ich glaube, ich werde das nie hinkriegen. Üben, Chumba. Irgendwann hast du's raus. Und dann musst du nicht mal mehr drüber nachdenken. Du fühlst es einfach. Ich habe an einem Song gearbeitet. Willst du mal hören? Vielleicht später. Hab's gerade ziemlich eilig. Ich brauche ein Auto, einen guten Fahrer. Muss heute ein paar Sachen in der Stadt erledigen. Kein Problem. Ich fahr dich. Meine Mom dreht eigentlich durch, wenn ich einfach so gehe. Nicht, dass sie mir überhaupt zuhört oder so. Wollen wir? Hey, sag mal, wenn ich viel spiele, tun mir die Finger weh. Wie kriege ich das weg? Gar nicht. Es ist ganz normal, dass Metallsaiten dir ins Fleisch schneiden. So ist das halt. Oh. Aber keine Sorge. Wenn du lange genug spielst, kriegst du irgendwann Hornhaut. Was glaubst du, wo du hingehst, du kleine Missgeburt? Kurz raus. Wohin? Kurz raus. Bin gleich wieder da. Mach dich rein, aber Dali, wer weiß, was du vorhast. Du hast nicht rauszugehen, klar? Oh, Scheiße, hast du wieder meine Schlüssel geklaut? Rein, und zwar sofort, du Missgeburt. Was willst du? Steve wäre vielleicht nicht so scharf drauf zu verschwinden.
wenn das hier kein Saustall wäre. Meinst du, dein Drecksloch ist besser? Ich hab keine Kinder. Und wenn du so weitermachst, hast du auch bald keins mehr. Wer soll denn das sein? Was weiß ich. Irgendeine Pennerschlampe. Die Wohnung ist kein Saustall. Eigentlich mache ich sauber. Ich meinte nicht, wie es aussieht, sondern wer drin lebt. Spring rein. Steve hat mit dir geredet. Und jetzt klampft er ständig auf der scheiß Gitarre rum. Zeig ihm, wer der Chef ist! Wenn er nicht aufhört, dann hau ich ab. Noch ein paar Jährchen und du bist da raus und vergisst ihn einfach. Vielleicht verzeihst du ihm sogar irgendwann. Vielleicht, wenn ich erwachsen bin. Und stark. So wie du. Wohin soll's gehen? Time Machine. Nice. Da habe ich mal Carrie Eurodyne gesehen. Bist ein Fan? Er ist eine Legende. Na klar bin ich Fan. Du etwa nicht? Carrie ist okay. Ich habe im Radio gehört, dass Carrie Silverhands Tod ausgenutzt hat, um selbst berühmter zu werden. Gegen Mediengeier ist kein Kraut gewachsen. Haben nichts in der Birne, besonders die Musikfritzen. Carrie ist ein verdammt guter Musiker. Mehr zählt nicht. Aufrichtig, schon immer gewesen. In jeder Hinsicht. Oh, klingt fast so, als kennst du ihn. Das tue ich auch. Ich werde auch irgendwann mal Musiker. Du brauchst auf jeden Fall einen Plan B. Was? Na, irgendwas, das dir deine Rechnung bezahlt. Damit du nicht verzweifelst. Verzweiflung ist ein scheiß Drecksloch. Die Musik steckt sowieso in dir. Wie dein Blut. Sie wird immer da sein. Dann fang an, Songs zu schreiben. Solange du genug übst, wirst du es schon schaffen. Fang sobald es geht damit an. Hab schon ein paar Melodien im Kopf. Gut. Der Text ist irgendwie das Schwierigste. Wenn mir was einfällt, kommt es mir entweder blöd oder bekannt vor. Ich weiß einfach nicht, worüber ich schreiben soll. Schreib über das, was du kennst. Goldene Regel für Songwriter. Und nicht nur für die. Aber ich kenn gar nichts. Nur unser Haus, das war's. Erstens ist das Bullshit. Zweitens bietet der Megatower bestes Material. Drittens? Es gibt immer ein Drittens. Du bist jung. Gib dir Zeit. Die Texte kommen schon noch. Das Leben macht dich fertig, um dich gleich danach wieder zu umarmen. Gut für die Musik. Da. Mega. Bleibst du im Auto? Nee, ich komm mit rein. Check mal die Neuerscheinungen. Das kann ich für dich tun. Ich suche eine Six-String. Eine elektrische. Alles voll davon. Es gibt nichts Neues. Aber wir werden sehen.
Ich will was Solides, was Echtes. Wie, dich sind das nicht? Versteh's nicht falsch, aber ich will ein echtes Instrument. Und ich zahle mit echtem Geld. Ah, sag das doch gleich. Komm mal mit nach hinten. Wie wär's hiermit? Die neuesten Chromatics and Hendersons. Vintage-Schmuckstücke sind hinten. Ich werde die ausprobieren. Nimm sie dir. Ich lasse euch hier hinten mal allein, sonst räumen mir die Bastarde vorne noch den Laden leer. Ich habe jemanden gekannt, der Silverhand so spielt. Ich habe gelesen, er hat nie Unterricht genommen. Hat sich alles selbst beigebracht. Eigener Style. Wie machst du das? Ich meine, dass du wie er klingst. Gutes Ohr, Junge. Keiner kann Silverhands Style imitieren. Du aber schon. Gerade eben. Dann steckt in mir wohl ein bisschen Johnny. Oder viel. Vielleicht bin ich ja Johnny. Aber wie soll das gehen? Johnny wäre jetzt 80 Millionen Jahre alt oder so. Und du bist viel zu jung. Und eine Frau. Das hier ist nur ein Körper. So hat es das Schicksal gewollt. Und ich werde auch nicht mehr lange eine Frau sein. Ja klar, Chumba. Mich verarschst du nicht so leicht. Hast immer noch nicht gesagt, wie du es machst. Mach dir darüber keine Gedanken. Erfinde deinen eigenen Style. Alles eine Frage der Übung. Und Talent. Talent hast du. Echt? Findest du? Ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht glauben würde, dass es die Wahrheit ist. Nicht mehr. Bester Tag ever. Scheiße, meine Hände zittern. Rocker sind Rebellen, sagen immer, was sie denken. Hab das mal bei meinem Dad versucht. Lief nicht so toll. Irgendwann weißt du, wer du wirklich bist und was du von der Welt willst. Versteh ich nicht. Du willst ein echter Rebell sein, dann sei du selbst. Sei echt. Rebellen werden gemacht, nicht geboren. Das Leben verarscht sie, aber sie lassen das nicht zu. Du bist komisch, aber ich mag dich trotzdem. Bist echt okay, Kumpel. Spielst du noch was? Nein, keine Zeit. Ich bezahle, dann machen wir einen Abgang. Ich kauf die. Ausgezeichnete Wahl. Schön zu sehen, dass sie in guten Händen ist. Darf ich sonst noch was sagen? Nein, danke. Hier, bitte. Bis dann. Lass uns abhauen. Ich muss noch woanders hin. Okay. Thank you.
Okay, lass uns abhauen. Gerne. Wohin soll's gehen? Zum Friedhof. Jawohl, Ma'am. Dad sagt, die werden einen neuen Konzernkrieg anzetteln. Könnte jeden Tag soweit sein. Glaubst du das auch? Dass es wieder Krieg gibt? Da fragst du die Falsche. Der Kram interessiert mich nicht. Ist mir völlig schnurz. Weißt du auch warum? Warum? Weil es darauf im Leben nicht ankommt. Hier in der Nähe wohnt ein Freund von mir. Wo? Kann man von hier nicht sehen. Wollt's nur sagen. Ist es ein guter Freund von dir? Hat mich mal zu sich eingeladen. Seine Mom hat was gekocht. Dann sind wir zur Brücke und haben gechillt. Ich fahr gern hier lang. Schöner Ort. Die Stadt sieht lebendig aus. Weil alle draußen rumrennen? So meine ich das nicht. Sie ist wie ein Monster, das wir geschaffen haben und das uns langsam, aber sicher auffrisst. Wie Frankenstein? Du meinst Frankensteins Monster. Ja, du hast recht. Es ist wirklich schön hier. Warst du noch nie hier? Doch, doch, ist mir vorher noch nie aufgefallen. Hatte nie Zeit, mich mal hinzusetzen, die Augen zu öffnen. Die Stadt ist mir durch die Finger gerutscht. Vorbeigeflogen. Unter den Füßen und überm Kopf. Weiß nicht mal, wann es losging. Willst du einen Song drüber schreiben? Vielleicht. Cooler Anhänger. Steht dir gut? Nur ein Souvenir. Oh, hat's jemand Wichtigem gehört? Ja, jemand sehr Wichtigem. Was willst du damit machen? Ihn zurücklegen, wo er hingehört. Nicht mitkommen? Nein, warte hier, okay? Dauert nicht lange. Okay. Wie?
Ich kenne niemanden, der die Eier gehabt hätte, sowas durchzuziehen. Keine Menschenseele. Ich kann die nicht mehr bei mir tragen, weißt du? Kann nicht wie besessen, nur darüber nachdenken, was passiert ist. Könnte dich eh nie vergessen. Ich sehe dein Gesicht doch jeden Tag im Spiegel. Danke für... Naja, für alles. Jetzt weiß ich's besser. Und ich werde das Beste draus machen. Also mach's gut. Und wohin jetzt? Hey, hey, was soll denn das? Ist einer? Hab damit aufgehört. Solltest du auch. Schlecht für deinen Körper, schlecht für deine Seele. Und wohin jetzt? Ich muss den Bus kriegen. Der Typ, den du, besucht hast, ist der schon lange tot? Sie. Und nein, noch nicht lange. Tut's weh? Ein wenig, ja. Als mein Opa starb, habe ich ihn vermisst. Heute vermisse ich ihn nur noch manchmal. Haltet den Bus an! Hey! Komm zurück! Warte! Die Gitarre! Du hast die Gitarre vergessen! Nein, hab ich nicht. Ich hab gar nichts vergessen. Werde ich nie.
Frei wie? Ich weiß ja, du bist jetzt frei wie ein Vogel und machst, was du willst. Wann du willst. Aber du könntest mich wenigstens wissen lassen, dass du noch lebst. Ich will ja nichts sagen, aber du hast deinen letzten Check-up versäumt. Ich hab dir schon 1 Million Mal erklärt. Ruf mich an, wenn du kannst. Okay? Bis dann. Hey, wie? Was geht? Lang nicht gesehen. Lass mich raten. Du bist immer noch in Topform und voll dabei in Night City. Tja, damit hab ich abgeschlossen. Wollte nur kurz anrufen, um Danke zu sagen. Für alles. Erst nachdem ich alles hinter mir gelassen hatte, wurde mir klar, wie depressiv ich die ganze Zeit war. Ich sag's dir, wie, wenn du je die Chance bekommst, hau ab und blick nicht zurück. Die Last, die von deinen Schultern genommen wird, ich kann's gar nicht in Worte fassen. So, genug gute Ratschläge. Mach's gut, meine Liebe. Wie? Hey. Oh, die Arasaka-Nummer. Shit, mein Herz hämmert immer noch. Ein paar Nomaden gegen den größten Scheißkonzern der Welt. Ich meine, das waren so viele. Ich hätte nie gedacht, dass wir da lebend rauskommen. Aber wir haben es geschafft. Und weißt du auch warum? Weil du uns angeführt hast, wie die verrückteste und übelste Söldnerin zwischen Pacifica und den Appalachen. Keine Ahnung, was du gerade treibst, welche Pläne du hast. Aber denk dran, wir würden jederzeit mit dir durch die Hölle gehen, Schwester. Bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut. Wegen deiner Nachricht. Ich habe genug miterlebt, um zu wissen, dass in deiner abgefuckten Welt alles möglich ist. Aber das hier hätte ich nie erwartet. Nicht mal von dir. Muss bei wie echten bleibenden Eindruck hinterlassen haben, dass sie bei sowas mitmacht. Also Hut ab. Ich frag mich nur, wie es dir dabei geht, Johnny. Dass jemand anderes sein Leben für dich gelassen hat. Bestimmt machst du wieder die Nächte durch, kippst dir Tequila rein und lachst darüber, wie blöd sie doch war. Oder hat dein Gewissen endlich seine Lektion gelernt? Wenn du überhaupt eins hast. Viel Glück da draußen, Johnny. Und wehe, du kommst zurück nach Night City. Hey, wie, gerade ist was Lustiges? Ach, scheiße, schon wieder der AB. Gehst du jemals ans Telefon? Ernsthaft, der Data-Turn-Kundendienst ist schon schwer an die Strippe zu kriegen, aber du... Ach, was wollte ich jetzt? Ach ja... Der Agent von Askrex hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit denen auf Tour will. Und ich so, nur über meine Leiche. Aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, das könnte vielleicht lustig werden. Ja, weiß. So, da hast du den neuesten Klatsch und Tratsch, falls es dich interessiert. Ruf zurück, wenn du kannst, okay? Wie, hey. Also, folgendes. Ein paar Typen vom 5. Revier haben den illegalen Waffenladen hochgenommen. Abgesägte Gewehre, Taser, Senfgaskanister. Der Befehl von oben lautete, alles dem Erdboden gleichzumachen. Aber dann dachte ich, vielleicht kann man das Zeug besser nutzen. Für eine gute Sache. Hab nicht vergessen, was du für mich und Randy getan hast. Die Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und ich sorge dafür, dass sie gut ausgerüstet sind. Das hier geht auf mich, Wie. Wir sehen uns. Bevor Samurai Seppuku begingen, schrieben sie Jisei Todesgedichte. Es waren letzte Gedanken über das Leben und den Tod. Ich habe in letzter Zeit viele davon gelesen. Manche sind wunderschön. Aber ich bin kein Samurai. Deswegen gehe ich mit simplen Worten. Fratzer Hölle. Xorma. Hey,
Esperales. Wie? Das musst du hören. Aber zunächst musst du irgendwo hin, wo niemand dich belauscht. Also, meine Frau, Elizabeth, steckt in der ganzen Sache mit drin. Sie sagt ständig, ich soll auf mich aufpassen. Besteht darauf, dass ich diese Pillen nehme. Sagt, das wären Vitamine. Ich habe die Teile im Labor analysieren lassen und alles sieht okay aus. Aber woher weiß ich, dass niemand das Ergebnis verfälscht hat? Also, ruf mich an, wenn du eine Minute hast, okay? Ach ja, und vergiss nicht, die Nachricht hier zu löschen. Hey, V. Sorry, dass ich störe. Ich weiß, du bist schwer beschäftigt und so. Aber ich habe mich gefragt, wie es dir geht. Also habe ich mal die Karten gelegt und... Oh je. Der Gehängte. Der Magier. Der Stern. Das sind keine guten Karten, V. Die sind richtig übel. Sowas wie der Tod. Nur nicht ganz. Pass auf dich auf, okay? Ich hoffe mal, bald von dir zu hören. Gehen wir also, du und ich. Wenn der Abend ausgestreckt am Himmel liegt, wie ein Patient narkotisiert auf einem Tisch, gehen wir durch gewisse, halb verlassene Straßen, die raunenden Schlupfwinkel ruheloser Nächte in billigen Hotels für eine Nacht und mit Sägemehl ausgestreuten Schenken und Austernschalen, Straßen, die dich wie öde Debatten voll tückischer Absicht verfolgen, bis du dir die überwältigende Frage stellst. Ach, frage nicht, wie lautet sie? Gehen wir einfach und sehen selbst. Es hat geklappt. Ich kann weiterleben. Muss zugeben, das war ein echt guter Plan. Du warst ein Fluch und Albtraum zugleich, Johnny. Aber eins schulde ich dir. Als ich Tag für Tag mehr zu Silverhand wurde, habe ich gelernt, meine Grenzen zu überwinden. Mich hält nichts mehr auf, das fühle ich. Ach ja? Du meinst, du hast eine Entscheidung für uns getroffen? Johnny, ich will ehrlich sein. Du solltest deinen Arsch auf den Tritt des Jahrhunderts vorbereiten. Keine Ahnung, wo du danach landest. Aber ich hoffe, es ist weit weg von mir. Alt? Alt, bist du da? Du hast es noch nicht kapiert, oder? Was meinst du? Alt hat uns schon getrennt. Als du dich mit Mikoshi verlinkt hast, hat sie die Soulkiller vorgeworfen. Dein Output macht keine halben Sachen. Ich bin nicht seine Freundin. Was? Du hast mich ohne zu fragen dem Soulkiller überlassen? Es war der einzige Weg, deine Bitte zu erfüllen. Fuck! Du hättest mich wenigstens warnen können! Gerade ein paar Minuten Konstrukt und schon schert sich keiner mehr einen Scheiß, was du willst. Willkommen im Club, V. Moment mal, ganz langsam. Ich will wissen, was zum Teufel genau mit mir los ist. Ich habe eure Psychen mit Soulkiller getrennt. Und so wie's Konstrukt erschaffen. Und ein analgesisches Protokoll gegen jegliches Schmerzempfinden hinzugefügt.
Ich konnte nicht alle Änderungen durch Johnnys Dateneinfall eliminieren und überschreiben, aber Vis Engramm-Integrität ist immer noch hoch. Auf Deutsch, du kannst also ihre Psyche wieder in ihr Hirn transferieren? Wie auf eine neue, leere Partition. Wollt ihr Mikoshi immer noch auslöschen? Mhm. Es muss brennen. Was ist mit all denen, die noch eingeschlossen sind? Ich befreie sie und nehme sie mit. Red keinen Scheiß. Du wirst sie auffressen und zu einem Teil von dir machen. Ist nicht so, als wäre die Alternative rosiger, oder? Das war's also. Wir sind fertig. Du hast Wort gehalten. Es gibt einen Aspekt, den ich nicht bedacht habe. Alt? Was? Der Körper als Schlüsselfaktor dieser Transaktion. Die DNA-Rekonfiguration durch den Relic ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Scheiße, spul vor bis ans Ende. Nachdem ich dein Konstrukt in deinen Körper transferiert habe, wirst du sterben. Es ist unvermeidbar. Nein, auf keinen Fall. Das war nicht abgemacht. Du hast noch etwa 6 Monate zu leben. Vielleicht etwas mehr. Nein. Nein, nein, nein. Es muss doch was geben. Etwas, das wir nicht bedacht haben. Dein Körper wird dich als Eindringling betrachten. Aber es ist doch mein Körper. Die Biochip-Naniten haben ihn unumkehrbar verändert. Der Körper gehört jetzt Johnny. Alt, gib uns eine Sekunde. Vi und ich müssen reden. Alles, was wir getan haben, war umsonst. Ich hab genug davon. Von allem. Besonders von dir. Perfekt, denn wir bleiben beim Plan. Ich gehe mit Alt, wohin auch immer, und du behältst deinen Körper. Wo geht sie überhaupt hin mit dir? Hinter die Black Wall, damit ich ein Teil von ihr werde. Was immer das bedeutet. Ich dachte, das Leben ist es nicht wert, daran festzuhalten. Nicht um jeden Preis. Ist es auch nicht. Doch. Siehst du das Licht hinter der Black Wall? Das ist Hoffnung. Vielleicht in der Hölle. Vielleicht im Himmel. Vielleicht ist das auch nur ein Engramm-Lesecode. So oder so bedeutet es Überleben. Wir wissen, wie man sich in reine Daten verwandelt. Aber in uns lebt immer noch ein Tier, das überleben will. Das kriegt keiner tot. Ja, dieser Instinkt ist menschlich. Aber ihn zu verleugnen auch. Wie ist es hinter der Black Wall? Solange ich meinen Verstand behalte, kann mir dort wenigstens keiner auf den Sack gehen. Und wenn du als Konstrukt weitermachst? Nur bis sie einen anderen Weg finden. Ein anderer Weg hieße ein Deal mit Saka. Darauf kann ich verzichten. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Wie gesagt, Johnny kann im Körper bleiben. Und du kannst mit mir kommen. Ich meinte eher, es sollte ein gutes Ende sein. Für uns beide. Ihr? Für solche wie uns? Falsche Stadt. Falsches Publikum. Und dennoch hast du dir willensstark das Recht erarbeitet, wählen zu können. Die Brücke führt tiefer in den Cyberspace. Überquerst du sie, trennst du die Verbindung zu deinem Körper. Der Pfad zu deinem Körper führt durch diesen Schacht. Als wenn du ich wärst.
Was würdest du tun? Du solltest mit mir kommen. Was genau heißt das für mich? Werde ich dann so wie du? Als Netrunner wirst du dich in einer materiell grenzenlosen Welt zurechtfinden. Hinter der Blackwall lauern Gefahren. Sie ist keine Zuflucht. Aber der Tod als Freigeist ist besser, als in einem welken Körper gefangen zu sein. Tu's nicht, Vi. Du willst das doch nicht. Es wird dich verändern. Du wirst nicht mehr du sein. Und du? Diesen Schritt habe ich schon vor einer Weile gemacht. Für mich wird es einfacher. Weißt du noch? Ich habe gesagt, ich will, dass du meinen Körper bekommst. Aber ich kann's nicht. Tut mir leid. Leb wohl, Vi. Und vergiss nicht, gib niemals auf. Geflogen und der Schaden ist größer als der Staatshaushalt vieler Länder. Pech gehabt, Saka. Wie fühlt sich das an, nochmal zu verlieren? Sorgt euch nicht, ihr Ungewaschenen. Unser wundersames Leben in Night City ändert sich kaum. Wir leben inmitten von Staub und Chrom. Und zu Staub und Chrom werden wir zerfallen. Und jetzt habe ich gute und schlechte Nachricht. Gute? Aus dem Süden kommt ein Sandsturm auf uns zu. Die Menschen sagen, in drei Jahren, das wird ein imposanter Anblick werden. Warum wolltest du dich hier treffen? Ist es der Ausblick? Oder wirst du sentimental? Du erinnerst dich also. Ich dachte, es wäre was Einmaliges. Ich helf dir, du hilfst mir. Fuck. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Mhm. Hattest die Ruffin im Auge. Du wolltest sie dir holen. Mit Mitchs und Scorpions Hilfe. Wären sie einverstanden gewesen, hättest du mich gleich zum Teufel gejagt. Ach, komm schon. Guck dir die Stadt an. Irgendwo wundern die ganzen Penner von Arasaka sich, wie sie so viel verlieren konnten. Irgendwann verstehen sie es. Aber dann sind wir längst weg. Hätte nicht erwartet, dass die Dinge so enden würden.
Du meinst Mikoshi? Ah, Night City. Dachtest du, du würdest ewig hier bleiben? Mhm. Vor ein paar Monaten war ich noch davon überzeugt. Hätte meinen Arsch drauf verwettet. Die Wette hätte ich gründlich verloren. Und jetzt sind wir wieder unterwegs. Ohne dich hätte ich den Mut nicht aufgebracht. Danke. Ach, hör auf. Und verabschiede dich vom Ausblick. Die Stadt wirst du nie wiedersehen. Ich dachte mal, die Stadt und ich wären verbunden. Sie gehörte mir und ich ihr. Aber jetzt hält mich nichts mehr dort. So geht's mir auch. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Wir dachten eben, die Stadt zeigt uns, wer wir wirklich sind. Uns beiden. Ja, aber sie ist wie ein scheiß Dealer in einem scheiß Casino in Kabuki. Ich habe alles gesetzt und alles verloren. Fast alles. Stimmt auch wieder. Etwas schulden wir diesem Drecksloch. Aber wir hauen trotzdem ab. Endlich. Setzen unser Geld auf was Besseres. Irgendwo anders. Scheiße, wie. Du blutest wieder. Nur ein bisschen Blut, Panam. Nichts Schlimmes. Wie, versprich mir eins. Sobald wir im Süden sind, reden wir mit meinen Kontakten. Wir bringen das wieder in Ordnung. Das verspreche ich dir. Wir hauen nach Arizona ab und suchen dann nach einer Lösung für meinen Kopf. Klingt doch easy, oder? Ja, guter Plan, wie. Weißt du, was Sol mir mal gesagt hat? Dass man nur dann wirklich frei ist, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Genau. Die nächsten Monate gehören uns. Wir haben nichts zu verlieren. Und so leben wir. Übrigens, wie steht's mit unserem Plan? Alles vorbereitet. Wir treffen bald unsere Leute, holen unser Zeug und verschwinden. Der Weg wird hart, aber wenn wir keinen Scheiß bauen, müssten wir in ein paar Stunden über die Grenze sein. Lass uns verschwinden. Okay. Aber wie? Sieh dir die Stadt noch ein letztes Mal an. Wenn du willst, meine ich. Ich warte im Auto. Also, Night City, mach keinen Ärger, ha? Von dem Geschwafel. Das reicht. Die meisten unserer Leute sind schon rüber. Sie warten auf der anderen Seite. Und unsere Souvenirs von Mikoshi? Wenn wir mit solcher Techno in die Nähe der Tore kommen, knallen die uns einfach ab. Wir haben es überprüft. Arasaka hat an jedem Grenzübergang Leute. Aber wir kennen eine andere Route. Mir wird gerade klar, dass ich wieder mal von Arasaka klaue. Mach dir keinen Kopf. Die Wichser werden uns nicht mal bemerken. Hoffentlich. Neuanfänge können schwer sein. Kannst du laut sagen. Eines werde ich an Night City vermissen. Was denn? Das Essen.
Der Thai auf der Seventh in Haywood. Die Piroggen bei den Docks. Hm. Ernsthaft? Glaub mir, wenn wir erstmal eine Weile unterwegs waren, wirst du es verstehen. Ob ich Night City auch vermissen werde? Du wirst das Night City aus deinen Träumen vermissen. Die Stadt der grenzenlosen Möglichkeiten. Aber diese Stadt war eine Lüge. Zusammen kommen wir auch mit den Erinnerungen an Night City klar. Okay, wir sind da. Wird auch Zeit. Hey, Mitch. Hey, sollten uns so langsam verpissen, oder? Hey, wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind fast soweit. Du hast ihn also gefunden, wo wir ihn vermutet haben? Alles geplant und vorbereitet? Sieht so aus. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Dann gehen wir die Einzelheiten durch. Kann ich irgendwie helfen? Nein, alles ist gepackt und bereit. Wir haben nur noch auf dich gewartet. Okay, der Plan. Nur noch einmal. Wir nehmen keinen offiziellen Übergang. Das weißt du schon, oder? Wir wollen einen alten Schmugglertunnel benutzen. In der Nähe der Mauer. Ein Tunnel? Hast du nie erwähnt. Hast ja nie gefragt. Er ist uralt und war nicht leicht zu finden, aber zum Glück ist er intakt. Nichts kann uns jetzt mehr aufhalten. Okay, der Tunnel klingt super und so, aber wir müssen erstmal hin. Wie sehen die Sicherheitsmaßnahmen da aus? Das ganze Gebiet ist voller Tech. Drohnen patrouillieren ständig. Vielleicht auch schwereres Zeug. Keine Sorge. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und Carol und Cassidy halten die Konzernficker von uns fern. Okay. Und was, wenn wir drüben sind? Dann fahren wir zum Treffpunkt und schließen uns den anderen an. Anschließend geht's weiter nach Tucson. Und dort bestimmen wir, wo es lang geht, oder? Wir kennen die Straßen in- und auswendig. Und in Arizona gibt es viele Leute, die uns was schulden. Also wenn die Sache einen Haken hat, finde ich ihn nicht. Ab heute schulterst du nicht mehr alles alleine. Du hast jetzt uns weh. Gewöhnst dich schon noch dran. Sieht aus, als wäre ich euch eine Menge schuldig. Ach, red kein Bullshit. Wir sitzen alle im selben Boot. Und dank dir haben wir genug Tech von Arasaka geklaut, um einen scheiß Flugzeugträger zu bauen. Glaub mir, auf der Liste der gesuchten Personen kommen wir gleich nach dir. Okay, wir sollten los, ehe der Sturm uns einholt. Alles bereit? Mhm. Dann verlink dich. Verschwinden wir von hier. Alles klar. Das ist ein großer Neubeginn. Also musst du wie ein echter Nomade anfangen und das Steuer übernehmen. Fahr einfach geradeaus, meide die großen Löcher und verlier die anderen nicht, okay? Ich kümmere mich ums Nitro. Der Mix geht direkt in die Zylinder. Wenn ich das nicht manuell abstimme, fliegen wir in die Luft. Das lassen wir lieber. Fuck! Mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Die Grenzmauer. Als ich klein war, gab es die natürlich noch nicht. Aber ich habe gespürt, dass im Norden alles anders sein musste. Dass mich da was Großartiges erwarten würde. Eine tolle Zukunft. Ich weiß, was jetzt kommt. Als du dann dort warst und sich nichts änderte, dachtest du, Night City wäre die Antwort. Und alles würde sich da ändern. Ja. Und das Ende kennst du ja.
Ich gehe wieder zurück. Dorthin, wo alles angefangen hat. Nein, der Ort da drüben mag noch derselbe sein. Aber du bist jetzt anders. Ganz anders. Da magst du recht haben. Wurde bereits geboren. Dann gib Gas! Zielgerade! Volle Kraft voraus! Die Drohnen sind los! Carol! Cassidy! Bewegung! Ich fahre nach Westen und aktiviere die Störsender. Sie haben mich markiert. Ich drehe nach Osten ab. Viel Glück, Leute! Auf der anderen Seite. Das Steuer gehört dir. Los geht's! Genau das, was du wolltest. Ein neuer Anfang. Jetzt nicht bremsen, Panam. Nicht jetzt! Ich fühle mich, als wäre ich endlich zu Hause, Panam. Hey, wie? Wie ist das Leben da draußen in der Wüste so? Sonnst du dich und atmest frische Luft? Vergiss nicht, hin und wieder mal ein Check-up machen zu lassen. Einmal Staub oder Schmutz unter der Isolierung und du hast's hinter dir. Klar, gute Ripper sind da draußen schwerer zu finden als 4-Sterne-Hotels. Wie wär's, wenn du einfach mal reinschaust, wenn du in der Stadt bist, ne? Ich glaube, ich könnte einer alten Stammkundin einen kleinen Rabatt geben. Bis dann, Weh. Rogue hier.
ich wollte nur... Oh, Mailbox. Warum nicht? Wie? Ich habe mich gefragt, ob du Johnny was ausrichten kannst. Zwei Sachen, um genau zu sein. Erstens, er ist ein arroganter, egoistischer Hurensohn. Und zweitens, war nett, mal wieder mit ihm zu sprechen. Hört zu, ihr beiden. Passt gut auf euch auf, ja? Hey, wie? Ich habe gerade an dich gedacht, also habe ich mal schnell die Karten gelegt. Ich weiß, die Deutung ist nicht so stark, als wenn du hier wärst. Aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen und ich... Nun, eins kam zum anderen. Weißt du, was ich gezogen habe? Den Wagen, die Liebenden und die Sonne. Sieht so aus, als ob dir in den Badlands ein gutes Leben bevorsteht. Viel Glück, Vee. Genieß deine Freiheit. Das war nun das Nomadenende. Und fühlt ihr diese wohlige Wärme? Das Gefühl, dass wir alles richtig gemacht haben und dass wir den perfekten Abschluss gefunden haben? Ich glaube, dann trifft es das sehr gut hier. Deine Logik ist fehlerhaft. Du suchst einfache Antworten, wo einfach keine sind. Das ist die Illusion, auf der deine Welt basiert. In diesem Moment würdest du jede Antwort akzeptieren, solange sie dich tröstet. Das mit Abstand beliebteste Ende bei der Community ist auch das, was am meisten tröstet. Es bietet eine Perspektive und ein Happy End. Und natürlich, wir haben die Bösen in ihre Schranken gewiesen. So glauben wir jedenfalls. Tatsächlich aber sind wir einigen Gefahren komplett blind gegenüber. Aber das ist nicht unsere Schuld, denn wir werden in der Geschichte regelrecht in eine gewisse Richtung getrieben, die dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Als Resultat dessen hinterfragen wir einfach gar nichts mehr, sondern folgen nur noch stur den Weg, der ins Licht führt. Doch dass das Licht womöglich das Licht der Hölle ist, das nehmen wir gar nicht wahr. Das erste Mal, dass ich bei diesem Ende ein richtig übles Gefühl hatte, war, als ich bemerkte, dass ich mich in einem politischen Machtkampf der Aldokaldus befinde. Natürlich werde ich Bestandteil der Familie und diese Herzlichkeit, die mir entgegengebracht wird und dieses Familiäre und die Freunde, das ist alles total super. Aber innerhalb der Aldokaldus gibt es eben zwei Strömungen, Saul und Panem. Beide haben ihre Vorstellung, wie der Clan am besten verfahren sollte. Panem scheint das Herz an den rechten Fleck zu haben, geht die Sache aber relativ unpolitisch und daher auch ein bisschen naiv an. Saul dagegen ist sehr politisch und taktisch. Er denkt genau darüber nach, welche Handlungen welche Auswirkungen haben und wie Dinge am Ende scheinen. Man könnte durchaus sagen, dass Saul Vees Situation für seine eigene Agenda nutzt. Mitch sagt es ja auch ganz klar, wenn die Sache gut geht, steht Saul als Gewinner da. Geht die Sache schief, dann hat man in Panem den Sündenbock. So oder so, Saul kann nur gewinnen. So glaubt er jedenfalls. Am Ende wissen wir, er verliert sein Leben und somit war dieses Spiel im Grunde bedeutungslos. Aber ich glaube, es ging nicht um das Spiel, sondern ich glaube, es ging nur darum, den Spieler zu zeigen, dass es immer mehr als eine Wahrheit gibt. Und das gilt eben ganz besonders für dieses Ende. So haben wir Alt Cunningham kennengelernt. Als natürliche Person, die eine Beziehung mit Johnny hat. Und Johnny ist natürlich ganz klar voreingenommen, wenn es um Alt geht. Ich meine, es ist seine Freundin. Wir schlüpfen sogar in Johnnys Körper und erleben diese gewisse intensive Szene mit ihr. Und auch, wie wir verzweifelt versuchen, sie zu retten, aber am Ende eben auch scheitern. All das führt dazu, dass wir Alt im Grunde genauso als Freundin betrachten. Aber was wäre, wenn die Freundin so aussehen würde? Erinnert euch kurz an folgende Aussage. Ihr kennt wohl keine Gnade. Schwer, Gnade zu zeigen, wenn man nicht mehr weiß, was das ist. Wir haben also einer KI Tür und Tor geöffnet. Wir haben es zugelassen, dass sich diese KI alle Engramme, die sich in Mikoshi befanden, einverleibt. Und wir wissen überhaupt nicht, was da alles drin war. Wir wissen auch nicht, welches Endprodukt am Ende herauskommt. Nur eins wissen wir sicher, diese KI kennt keine Gnade. Aber hey, was soll schon schief gehen? Und was ist mit Jackie passiert?
Vielleicht wisst ihr es nicht, aber Arasaka hatte aus Jackies Leiche ein Engramm gewonnen. Es ist anzunehmen, dass sich Jackies Engramm ebenfalls in Mikoshi befand. Und in diesem Fall hätte Alt sich Jackie einverleibt. Es wäre im Grunde so, als ob Jackie nochmal sterben würde. Und was ist mit Arasaka? Wir wissen, dass Saburo als Engramm weiter existiert. Allerdings hat es Hanako wohl erwischt. Wir können aber davon ausgehen, dass sie ihr Wissen um Saburos Existenz mit ins Grab genommen hat, wenn sie denn wirklich tot ist. So oder so, Saburo ist noch da. Und solange das der Fall ist, wird auch Arasaka nicht fallen. Gehen wir also, du und ich. Wenn der Abend ausgestreckt am Himmel liegt, wie ein Patient narkotisiert auf einem Tisch, gehen wir durch gewisse, halb verlassene Straßen, die raunenden Schlupfwinkel ruheloser Nächte in billigen Hotels für eine Nacht und mit Sägemehl ausgestreuten Schenken und Austernschalen, Straßen, die dich wie öde Debatten voll tückischer Absicht verfolgen, bis du dir die überwältigende Frage stellst. Ach, frage nicht, wie lautet sie? Gehen wir einfach und sehen selbst. Was Alter vorträgt, ist von T.S. Eliot. Und in demselben Gedicht heißt es: Nein, ich bin kein Prinz Hamlet und war auch nie dazu bestimmt. Kein Zweifel, ein einfaches Werkzeug, ehrerbietig, dankbar von Nutzen zu sein, politisch vorsichtig und akribisch, voll des hohen Lobes, aber ein wenig stumpf, in der Tat ja fast lächerlich, manchmal fast der Narr. Mach's gut.